Das hast du mir ja überhaupt nicht erzählt. Das ist ja krass. Ein Freund von mir, streng genommen einer meiner besten Freunde, ist gerade nach Berlin in eine WG gezogen. Und wie er mir letztens mitgeteilt hat, hat er kein Bett. Und das ist irgendwie ein bisschen krass und irgendwie auch fast ein bisschen witzig, aber auch nur, weil es mein bester Freund ist. Ich habe ihm natürlich gesagt, Digga, das geht gar nicht. Wir bauen dir ein Bett. Ich bin ja Tischlermeister. Also, wir bauen heute ein Bett mit einem Haken. Ich habe ja gerade schon gesagt, Berlin. Ich wohne nicht in Berlin. Das heißt, wir wollen ein Bett bauen, was wir in seinen Einzelteilen verschicken können. So, dass ich es nicht dahin fahren muss, sondern wir geben es sozusagen der Post bzw. Spedition ab und lassen es nach Berlin fahren. Und die weitere wichtige Eigenschaft, mein Kumpel ist ein absoluter Nicht-Handwerker. Das heißt, wir müssen den Aufbau so einfach wie möglich machen. Nichtsdestotrotz nehmen wir heute dafür Esche. Esche ist ein wunderbares Material, sehr wertig und sehr schön. Was wir bei diesen Dingern natürlich zuallererst mal machen müssen, ist, dass wir sie auf beiden Seiten erstmal besäumen und schon eine grobe, dicke Vorschneide bzw. Breite, damit wir beim Abrichten später nicht mehr ganz so viel Material wegrubbeln müssen. Dann richten wir diese riesigen Ballermänner einmal ab und hobeln sie natürlich danach dann auch noch auf Dicke, sodass wir vier Teile haben, die am Ende genau rechtwinklige Kanten haben und eine einheitliche Dicke und Höhe. Wir wollen für die Ecken, oder ich will für die Ecken, solche Metallwinkel nehmen. Was wir dabei bedenken müssen, ist, dass die Rahmenteile nicht beide bis in die Spitze reingehen können. Hä, was soll das bedeuten? Das seht ihr gleich, wenn ihr seht, wie das Bett aussieht. Wichtig ist, bevor wir sie gleich absägen, müssen wir eine Länge festlegen, so dass sie nicht da reinstoßen. Das werdet ihr gleich verstehen. Und was ihr vielleicht auch euch schon fragt, ist, Jonas, sind das nicht vielleicht etwas große Seitenteile? Warum sie so groß sind, das erkläre ich euch jetzt, denn es hat einen wunderbaren Grund. Emma Matratzen ist nicht nur so cool und sponsert dieses Video, sondern sie unterstützen uns auch bei diesem Projekt. Das heißt, sie schicken meinem Kumpel eine Matratze, einen Topper und einen Lattenrost für sein neues Bett. Und das ist wirklich wunderbar, denn auch wir schlafen auf einer Emma Matratze und sind sehr, sehr zufrieden. Wenn ihr das Ganze auch ausprobieren wollt, ihr habt immer 100 Tage Rückgaberecht und gratis Versand. Und wer jetzt sagt, Costa Quanta, bei der Black Week schon mal 20% weniger. Und wer jetzt denkt, Mann, das ist viel, boff, nein. Mit unserem Code, den wir unten einblenden und auch in der Infobox haben, könnt ihr nochmal 5% weiterhin obendrauf sparen. Das ist eine wunderbare Sache und super schön, dass wir einen solchen Partner bei diesem Projekt dabei haben. Und deswegen zurück zum Projekt. Wenn wir unsere Teile abgesägt haben, dann müssen wir uns daran machen, unsere Metallprofile einzulassen. Das hatte ich vorhin ja schon gesagt. Und damit die später hier so snack-tight drin sitzen, müssen wir uns ein bisschen etwas Schlaues überlegen. Denn wir haben hier nur 5 mm Materialstärke. Das heißt, wir haben keinen Fräser, der so schmal ist und so tief, wie wir das haben wollen. Das heißt, wir können das Ganze nicht mit der Oberfräse machen und wir können natürlich auch keine 2 Meter langen Teile aufrecht über die Formatkreissäge schieben. Was ihr machen könntet, wäre eine Bandsäge, aber wir machen es etwas anders, so dass es jeder im Prinzip nachmachen kann. Wir haben uns einen kleinen Jiggedy gebaut, den wir an die Seite spannen können. So können wir dann mit der Tauchkreissäge und der Führungsschiene relativ sicher von unten nach oben einmal hier durch das Material sägen. Spannen die Schiene dann auf die andere Seite und sägen dann genauso nochmal. Und haben dann eine Nut. Ups. In die unser Metallteil sehr gut reinpasst, aber auch nicht zu eng. Denn das ist ganz wichtig, wir wollen das Bett ja aufeinander und wieder. Aufeinander? Innern. Was? Aufbauen, wieder abbauen, das wollte ich sagen. Wir müssen jetzt Löcher in unsere Seitenteile bohren, sodass wir nachher mit einer Rampamuffe und einer Sechskantschraube bzw. einer Senkkopfgewindeschraube das Ganze von beiden Seiten zusammenschrauben können. Dafür brauchen wir 2 verschiedene Löcher, die an allen Seiten so präzise wie möglich sein müssen. Auf der Oberseite bohren wir alle mit 8 mm. Dafür haben wir diesen dicken Block als Bohrschablone abgerichtet und ausgehobelt. Auf der anderen Seite haben wir ein 10 mm vorgebohrtes Loch. Das brauchen wir für die Rückseite, denn da kommt die Rampamuffe rein. Und ins Metall müssen wir auch noch bohren. Und alle 3 Bohrungen müssen eigentlich überall super duper präzise sein. Das heißt, wir müssen jetzt echt ein bisschen gucken, dass wir diese Löcher nicht ganz so doll ausleiern. Aber nicht lang schnacken, bohren.
Manchmal ist es so, man hat im Leben Pech. Aber Pech ist nicht immer was Schlimmes, sondern manchmal auch was Schönes, je nachdem, wie man drauf guckt. Wir haben hier diesen Riss im Holz. Den haben wir im Prinzip schon in der Bohle gehabt. Man könnte jetzt sagen, oh, Mist. Ich finde es aber eigentlich sehr schön, weil es zeigt einfach, wie Holz ist. Spannend. Das war der schlechteste Witz ever. Aber natürlich ist in Holz Spannung. Anstatt jetzt hier ein Butterfly-Inlay reinzumachen, was ich nicht sehr optisch ansprechend finde für so ein Bett, werden wir jetzt von unten relativ mittig hier einen Rundstab reinleimen. Das führt einfach nur dazu, dass wir hier relativ am Anfang, wo der Riss noch sehr groß ist, einfach eine Stabilisierung haben. Durch den Leim wird das oben und unten sozusagen fest sein und nicht weiter auseinanderreißen, weil wir es halt sehr fest verleimt haben. Wichtig, das ist die Unterseite. Wenn das die Oberseite wäre, dann würde ich keinen Nussrundstab nehmen. Unten als kleines Detail, für die Leute, die es wissen, finde ich es genial. So sieht das Bett nun aus. Gibst mir High Five? Oh, cool. Rocco hat noch einen coolen Tipp für euch. Wir haben für die Metallteile Ovatrolöl genommen. Warum? Das ist ein Öl, was sozusagen die Rostoptik schützt, aber es verhindert, dass der Rost weiter abfärbt. Und das ist natürlich auch nervig, wenn der Rost abfärbt, weil hier kommt ja am Bett rein. Wichtig, das Öl muss relativ lange einziehen. Deswegen haben wir das schon im Vorfeld gemacht. Wie man beim Bohren gesehen hat, noch nicht früh genug. Jetzt ist es aber trocken. Und wir sehen, unser Lattenrost, diesmal von Emma, hello, passt hervorragend in unser Bett. Und das ist cool, ich finde das sehr spannend. Es ist natürlich ein ganz anderer Lattenrost, als der, den wir bei unserem Bett verbaut haben. Aber nichtsdestotrotz einer, der offensichtlich die Hunde glücklich macht. Hallo. Wir holen dann mal die Matratze. Tage Probeschlafen, kostenloser Versand und Rückversand. Und Emma ist Testsieger. Ah, also, kauft eine Emma-Matratze. Was mache ich hier? Die Matratze ist noch nicht mal aufgeblasen. Macht nichts. Ich wollte mich mal testweise drauflegen. Es ist ein wunderschönes Bett geworden. Die Matratze pustet sich noch ein ganzes Stück höher auf, sodass sie nachher deutlich übersteht. Und der Topper fehlt natürlich auch noch. Und, Roggi, das ganze Ding müssen wir auch noch verschicken. Das heißt, wir müssen sowieso gleich wieder alles einpacken, auseinanderbauen und dann nach Berlin schicken. Und wer jetzt sagt, Digi, ist das nicht unlogisch? Die Matratze auszupacken, könnte man so sehen. Aber ich will natürlich auch, Moment, das ist nicht unser Bett, Kollege. Ich will natürlich auch, dass alles passt. Und der Lattenrost hat eine fix vorgegebene Größe, die der Matratzengröße entspricht. Das heißt, der Versand mit einer Spedition wird so oder so aufwendig. Insofern ist es mir lieber, dass ich das Ganze einmal auspacke, gucke, dass alles perfekt passt, so dass ich weiß, dass mein Kumpel auch ein perfektes Bett hat. Was funktioniert, das ist mir wichtiger. Und wir können den ganzen Rahmen auseinandernehmen und das wird beim Transport einiges ersparen. Also, denkt an den Gutscheincode, ich habe es ja schon mal gesagt, 20% weniger in der Black Week und nochmal extra 5%, wenn ihr meinen Code nehmt, den ich euch hier irgendwie nochmal einblende. Roggi freut sich schon, er möchte gleich hier ins Bett hüpfen, das geht aber nicht. Also baut ihr euch auch lieber ein eigenes Bett, weil dann könnt ihr reinhüpfen und da drin kuscheln. So, ich muss jetzt irgendwie wieder aufstehen, ohne mit meinen Schuhen hier drauf zu kommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.